Hey Leute, bevor das Video losgeht, kurzes Announcement noch. Die neuen Shorts sind jetzt im Shop online. Richtig geiles Material, perfekt für den Sommer. Und gleichzeitig gibt es jetzt auch 20% auf alle anderen Artikel im Athletic Aesthetics Shop. Also Freunde, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, das ist richtig lecker Schmecker. Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Aesthetics und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem kleinen Kanal, Freunde. Heute geht es um das Thema: Ich habe Rückenschmerzen oder ich habe Rückenschmerzen vom Kniebeugen, mach das nicht. Und zwar sehe ich das oft, als ich noch in so einem normalen Studio trainiert habe, bei Typen als auch bei Frauen, vor allem bei Frauen aus einem bestimmten Grund, wenn es darum geht, den Hintern aufzubauen, bei Typen einfach aus dem Grund, weil sie das perfekt machen wollen, gerader Rücken, alles. Ich bekomme auch manchmal Kommentare: Du Tyson, ich lasse meine Technik echt von Kollegen checken, der Rücken ist so gerade, ich konzentriere mich so darauf und danach habe ich aber dann Rückenschmerzen. Und hier ist einfach eine Misconception, wie ein gerader Rücken auszusehen hat, beziehungsweise was ein gerader Rücken ist. Das zeige ich euch mal eben kurz, wie das nämlich dann bei den Leuten aussieht. Gehen dann an die Stange, ja, haben das im Lehrbuch, haben das vernünftig gemacht, haben das echt geguckt, alles klar, okay, beugen geht jetzt los, ja, jetzt beugen. Bei den Frauen für den Hintern, bei den Typen für die dicken Quads, auf geht's. Ach, Rücken gerade. Schön mit geradem Rücken runterbeugen. Ist gerade? Hast du geguckt? Ja, ist gerade? Okay, alles klar. Ach, boah, das gibt einen richtig dicken Booty, Alter, jetzt diesen Sommer. Boah, die werden alle gucken. So. Und so wird dann gebeugt, ja, mit diesem perfekt angesteuerten Rückenstrecker, dem geradesten Rücken, den es überhaupt geben kann. Und am Tag danach gibt es dann Rückenschmerzen. Ne? Und das Problem ist einfach, das, was ihr gerade gesehen habt, ist kein gerader Rücken. Das ist ein krummer Rücken. Das ist somit das ist fast noch schlimmer als ein Rundrücken. Ja, also, wir gucken uns jetzt mal an, was passiert, wenn wir das dann machen, was auch immer das war. Also, was jetzt hier gemacht wird, ist, man steht jetzt neutral, ja, und ich gehe jetzt in diese Position rein. Man konzentriert sich darauf, die Wirbelsäule zu schützen, den Rücken anzuspannen, also eine Spannung aufzubauen gegen das Gewicht. Bei Frauen sehe ich oft, dass dann der Hintern rausgestreckt wird, ich weiß nicht, um den besser zu trainieren oder so bei der Kniebeuge, keine Ahnung. Also wir haben so ein klassisches Hohlkreuz, eine Hyperlordose, Belastung liegt im Nacken und es wird runtergegangen und es wird hochgegangen. Und diese Spannung wird immer weiter aufrecht gehalten. Also ich krieg schon einen Krampf im Rückenstrecker, wenn ich das nur ohne Gewicht mache. Ich weiß gar nicht, wie ihr das überleben könnt. Und dann wird gebeugt und immer weiter und dann gibt es Rückenschmerzen. Aus folgenden Gründen. Ihr müsst euch überlegen, was ist denn in dieser Position jetzt hier angespannt, wenn ich eine Kniebeuge mache? Welche Muskulatur arbeitet jetzt primär? Bauch? Nein. Bauch ist entspannt. Also wir öffnen den Bauch, weil wir das Becken kippen. Rücken? Extrem unter Spannung. Das ist ja das, worauf ihr euch konzentriert. So wirklich Hohlkreuz, Spannung aufbauen, Rückenstrecker ist ultra unter Spannung. Hintern? Gar keine Spannung. Denn wenn ein Hintern angespannt ist, sieht das wie folgt aus. Bam, das ist ein angespannter Hintern. Hüftstreckung. Das hier ist ein lockerer, wabbeliger, entspannter Hintern. Keine Spannung. Hüftbeuger, Spannung. Quadrizeps bei der Beuge, Spannung. Das heißt, hier ist sehr viel Spannung auf dem Rückenstrecker. In den Hüftbeugern ist Spannung, im Quadrizeps ist Spannung. Und das trainieren wir jetzt hier. Rückenstrecker, extrem krass, Hüftbeuger und Quadrizeps. Also im Prinzip Quadrizeps, Rückenstrecker übernehmen jetzt hier 80-90% der Belastung. Und was euch auffällt ist, wenn ich so neutral stehe, ist meine Wirbelsäule, sind meine Bandscheiben, ja, bam, 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 untereinander. Also können gut federn, Druck ausgleichen, das Ganze ist neutral. Wenn ich mich jetzt aber, die Belastung ist hier, müsst ihr wissen, so hinstelle, dann wirkt die Belastung, müsst ihr euch anschauen, in gerader Linie runter und geht genau hier an der Wirbelsäule vorbei. Das heißt, ich habe hier einen extrem ekelhaften Hebel für meine Wirbelsäule, weil ich die Bandscheiben von neutral zu abgeknickt und weg vom Gewicht hier in so eine Kurve bringe. Das heißt, diese ganze Belastung auf dem Rücken drückt hier genau in meine Wirbel, in den Bandscheiben rein und der Rückenstrecker kann das nicht stabilisieren, weil das einfach hier runter reindrückt. Und diese Belastung ist extrem ekelhaft. Und das ist der Grund, warum dann viele, wenn sie so beugen, sich echt darauf konzentrieren, oh, ich spanne das doch so krass an, Rückenschmerzen bekommen, weil die Belastung voll in die Bandscheiben reindrückt und der Rückenstrecker auch einfach die ganze Zeit hypertonisch angespannt ist, weil da ist ja nichts. Das ist, als würdet ihr so Bizeps-Curl machen, so noch mehr Spannung, einfach, was willst du denn hier noch anspannen? Ihr erzeugt Spannung ohne Grund, weil ist nicht.
Und das sind die zwei Faktoren, warum ihr danach Rückenschmerzen habt und bei den Ladies, warum euer Arsch nicht wächst, weil ihr den gar nicht vernünftig benutzt. Denn wir gucken uns jetzt mal an, wie eine vernünftige Kniebeuge auszusehen hätte. Folgendes. Wichtig, sage ich immer, Kontrolle vom Rumpf. Das fehlt euch nämlich so ein bisschen. Wir gucken auch gleich, wie wir das so ein bisschen reinbekommen. Aber wichtig ist erstmal, das hier ist kein gerader Rücken. Das hier ist ein gerader Rücken mit einer neutralen Rumpfposition. Das heißt, Becken ist neutral oder parallel zum Brustkorb. Das hier ist ein Rundrücken. Das ist ein Hohlkreuz. Das hier ist ein gerader Rücken. Und genau mit dem wollen wir auch beugen, kreuzheben, uns bewegen. Denn hier in dieser Position haben wir jetzt den Bauch angespannt. Das heißt, wir ziehen den Brustkorb leicht runter, spannen Bauch an. Wir haben hier Spannung, Quadratus lumborum, Rückenstrecker. Wir haben hier Spannung, der Hintern ist angespannt. Also wir kippen nicht das Becken, sondern ist angespannt. Hüftbeuge ist angespannt und auf diesen vier Muskeln verteilen wir jetzt die Belastung. Die Wirbelsäule, pam, 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 übereinander, kann also die Spannung gut oder das Gewicht gut federn und aufnehmen. Und in dieser Position wollen wir auch beugen. Das ist ein gerader Rücken. Sieht wie folgt aus, Freunde. Wir bauen die Spannung aus, auf, atmen ein, also Bauchatmung, das ist ein bisschen was für fortgeschritten, aber kann man halt auch machen. Tief einatmen, Luft komprimieren und dann beugen wir die Hüfte, wir beugen die Beine und das Becken bleibt neutral. Becken bleibt neutral, Becken bleibt neutral. Und dann halten wir das Ganze hier. Hüftstreckung, Beinstreckung. Habt ihr das gesehen? Das ist ein Unterschied. Das ist eine Hüftkippung. Hüftkippung, Beuge. Macht es euch auch übrigens extrem schwer, tief zu kommen, weil ab hier unten muss der Rücken einrunden, weil ihr das Becken kippt. Das heißt, hier stoßt ihr auf euren Oberschenkelknochen. Es halt, kommt noch da erschwerend dazu, wenn Leute dann tief beugen, dass sie noch in so einen Rundrücken reinfallen. Vermeiden. Das heißt, von vornherein nicht Beckenkippung, sondern Hüftbeugung. Unterschied. Denn bei der Beckenkippung beugt ihr quasi die Hüfte, ohne den Rumpf zu stabilisieren, ohne den Rumpf daran festzumachen. Das heißt, hier ist alles locker, ihr kippt das Becken oder ihr beugt das Becken, aber macht eine Beckenkippung. Digga, Tyson, komm runter. Durchatmen. Also nochmal neu. Ihr beugt die Hüfte, habt aber keine Spannung im Rumpf, bedeutet ihr kippt das Becken. Ihr beugt die Hüftung, habt Spannung im Rumpf, ihr beugt vornüber. Und das ist es, was wir beim Kreuzheben und beim Beugen haben wollen. Einen neutralen Rumpf, der angespannt ist, mit eurem Becken verschweißt ist. Und das sieht dann wie folgt nochmal aus. Angespannt, bam, und jetzt beugen sich nur Hüfte und Beine. Und strecken sich auch wieder gleichzeitig. Und wie ihr das trainieren könnt, also wie ihr ein Gefühl dafür bekommen könnt, das zeige ich euch jetzt. Aber der Punkt ist schon mal klar geworden. Das eine ist kein gerader Rücken. Das ist schlimm. Ja? Ein gerader Rücken ist ein neutraler Rumpf, eine Hüftbeugung und eine Beinbeugung mit einer Hüftbeugung und mit einer Hüftstreckung und einer Beinstreckung. So, was ihr machen könnt, um es zu trainieren. Goblet Squats. Könnt ihr ohne Gewicht machen, könnt ihr mit Gewicht machen. Was ihr macht ist, ihr stellt euch wieder so hin, ganz normal, wie ihr beugen würdet. Etwas breiter als schulterbreit, Füße zeigen ein bisschen nach außen. Und dann macht ihr das Gleiche, was wir gerade gemacht haben. Ihr versucht ein Gefühl dafür zu bekommen. Hohlkreuz, Rundrücken, Hohlkreuz, Rundrücken, neutral. Okay, hier bin ich ein bisschen neutral. Bauch anspannen, Arsch anspannen. Einatmen und jetzt Hüftbeugen, Beine beugen. Hüftbeugen, Beine beugen. Ruhig kontrollieren, auch ruhig mal hier pausieren so ein bisschen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, okay, was macht meine Hüfte jetzt? Zack, hier unten, eins, zwei, drei, bam. Nochmal einatmen. Kontrollieren, kontrollieren. Hüftbeugung, Beinbeugung. Zack, 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 zack. Und Hüftbeugung, Hüftstreckung. Bam. Und ihr behaltet diese Kontrolle. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass ihr hier merkt, okay, ich bin neutral. Ich bin nicht im Hohlkreuz. Ich bin nicht im Rundrücken. Bam. Ich bin mit einem geraden Rücken unterwegs. Und die Bewegung kommt nur aus der Hüfte und aus der Beinmuskulatur. Und hier auch nochmal ein Appell an die Ladies, wenn ihr einen fetten Arsch aufbauen wollt, dann passiert das nicht, indem ihr den einfach maximal nach hinten rausschreckt und euch dann darüber aufregt, dass jeder guckt, sondern der muss so richtig schön schrumpelig und eingezogen sein, weil dann kontrahiert er auch. Und dann nach so ein paar Wochen ist er zwar beim Training immer noch schrumpelig und eingezogen, aber wenn ihr den dann nicht trainiert, dann steht er so schön raus wie bei mir. Und dann hat sich die Arbeit auch gelohnt. Das heißt, achtet darauf, dass ihr nicht in so einem geraden
Rücken, Hohlkreuz beugt, weil dann kommt nichts im Hintern an, dann kommt alles schön bei der Wirbelsäule an und ihr mindert euch Leistung und ihr setzt euch einem sehr großen Verletzungsrisiko aus und gehört dann nachher auch zu der Fraktion, die die Kniebeuge verteufeln, weil sie einfach diesen Rumpf gar nicht richtig ansteuern können. Der Rumpf ist der Schlüssel zu allen Grundübungen, zumindest zum Kniebeugen und zum Kreuzheben. Wenn ihr viel Leistung draufpacken wollt, müsst ihr da einfach, das müsst ihr können. Und ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video einfach diese Problematik mal ein bisschen aufzeigen. Wenn ihr euch selber dabei erwischt, dass ihr versucht, immer Rückenstrecker, Rücken anspannen, falscher Ansatz. Gleiches Thema auch beim Kreuzheben, machen wir vielleicht in einem anderen Video. Der Rumpf muss neutral sein, der Bauch sollte mit angespannt sein, damit sich diese gesamte Kraft auch verteilen kann, damit die Wirbelsäule wirklich neutral untereinander ist, keinem Verletzungsrisiko ausgesetzt ist. Und der Fehler liegt nicht bei euch. In den heutigen Studios bringen einem das selbst diese Trainer bei, weil den Trainern das aber auch so beigebracht würde. Das heißt, diese ganze Fitnesstrainerschiene kannst du eigentlich einmal so, nichts gegen Fitnesstrainer, einmal durch die Wand hauen. Aber sie wissen es nicht besser. Ne? Also wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt, kann man den Leuten keinen Vorwurf machen. Das liegt dann auch immer an diesen ganzen Online-Schulungen oder sowas. Was willst du da erwarten, Freunde? Ne? Aber das ist ein Video, das ist ein Thema für ein anderes Video. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr generell Fragen zu so Technik-Sachen habt, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, OAP, Rudern, was auch immer, das mal in einem Gespräch geklärt haben wollt, in einem Seminar. Wir bieten welche an mit Daniel und mir auf 8 Leute limitiert. Der Link ist in der Beschreibung. Bis Ende Juni gibt es dort noch den Frühbucherrabatt. Wir haben jetzt 2, einmal im Juli und einmal im August. Juli ist schon ein bisschen ausgebucht. Aber ja, wenn ihr da Interesse habt, checkt einfach mal den Link in der Beschreibung. Und ansonsten natürlich Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, Freunde. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.